Los geht's. Okay. Bist du vorbereitet? Kennst du deinen Text? Ja, ja. Okay. Ich nicht. hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Schon lange nicht mehr aus dieser Perspektive gesehen. Erstens das. Zweitens ist unser Vlog schon ewig lang her, der letzte zumindest. Ja, wir minimieren das Ganze auf ein Minimum, aber... Wir minimieren das Ganze auf ein Minimum derzeit, genau. Weil keine Zeit, aber wir maximieren das Ganze demnächst auf ein Maximum, wenn wieder mehr Zeit ist. Okay, wie auch immer. Wir haben heute ein Thema, über das wir gerne mit euch sprechen würden. Und bevor wir noch lang Blödsinn labern, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja. Generation Zukunftsangst. Ja, das soll unser heutiges Thema sein. Wir sind auf komische Begriffe gestoßen innerhalb unserer Recherche. Aber ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir das heute aus der Welt schaffen können, welche Mysterien und welche Studien zur Zukunftsangst gibt, woher sie kommen und warum sie nicht wieder gehen. Mit Zukunftsangst ist natürlich die Angst vor dem Kommenden gemeint, also oftmals einhergehend mit Ungewissheit, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren passiert. Aber woher kommt die Angst und war sie schon immer da? Das ist eine große, große Frage, die wir zu Beginn erstmal stellen müssen. Ja, dabei haben wir euch gefragt, ob ihr euch mit dem Thema selber schon mal auseinandergesetzt habt und euch selber damit konfrontiert habt. Und die meisten von euch konnten diese Frage ganz eindeutig mit Ja beantworten, so wie wir. Ich kann mich noch damals ganz genau an die Zeit nach meinem Abi erinnern und das war für mich eine Zeit, wo ich von enormen Ängsten über die Zukunft geplagt wurde, weil ich nicht wusste, was soll ich studieren, was soll ich mit meiner Zukunft anfangen, etc. Also ich denke, ihr so wie wir kennen alle dieses Gefühl, wir haben es alle schon mal durchgemacht. Die Studien, die in den letzten Jahren zu diesem Thema erhoben wurden, haben vor allem mehrere Themen gezeigt, die unsere Generation bezüglich der Zukunftsangst begleiten. In erster Linie war es die Klimakrise. Dann ein ganz großes Thema ist die Inflation. Dann das Rentensystem, einhergehend mit Armut. Also Altersarmut, um genau zu sein. Wieder zurückgreifend auf die Inflation. Genau, richtig. Also das ist so eine Art Teufelskreis und das sind dann die einzelnen Gebiete, die hier rausstechen. Unter anderem, die haben wir alle erlebt, die letzten 2, 3 Jahre, 3 Jahre wahrscheinlich jetzt, die Pandemie. Ja, Covid war ein Riesenthema und eine krasse Isolation der Gesellschaft. Hinzu kommt jetzt die letzten Monate leider auch der Krieg in Europa und hoffentlich nicht. Aber es deutet leider alles darauf hin. Bald in Asien. Nicht umsonst hält uns der Krieg in Europa in Angst und Schrecken, denn wir als Generation Z sind oft die Enkel von Kriegskindern. Und wir kennen nicht nur zunächst die Erzählungen von unseren Großeltern, sondern dabei fällt auch eigentlich fast immer das Stichwort der transgenerationalen Traumatisierung. Was das genau ist, verlinken wir euch unten oder ihr könnt das mal googeln. Kurz gesagt ist es einfach die Angst unserer Eltern und deren Eltern und so weiter und so fort, also der Vorgeneration, die kann weitervererbt werden. Ja, also diese Angst vor dem Krieg hat natürlich auch noch einen ganz anderen Hintergrund. Einhergehend die nächste Frage. Wieso haben wir denn Angst vor der Zukunft? Ja, zum einen sind es die oben genannten Themen und zweitens werden diese Ängste innerhalb unserer Gesellschaft, innerhalb der Politik und innerhalb der Nachrichten, die wir uns jeden Tag reinziehen, geschürt. Zum anderen stehen wir durch Social Media und dem Internet einem ständigen Datenausgleich gegenüber. Genau, und dadurch fällt uns jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, alles viel schwieriger. Ja, weil wir viel zu viele Parameter innerhalb dieser Entscheidung für maßgeblich erachten. Wir werden überhäuft an Informationen, an Möglichkeiten, an Sichtweisen, an Wegen, an Alternativen, an Varianten, wie, was, wer, warum, wieso. Es gibt x-tausend Visionen, wie man etwas sehen kann, wie man etwas machen kann. Und damit werden wir einfach aufgrund von Social Media und dem ganzen Datenausgleich ständig überhäuft. Konfrontiert. Nicht nur konfrontiert, auch überhäuft. Und überhäuft, ja. Das ist eine Überinformation, die unser Gehirn gar nicht filtern kann. Ja. Und dadurch entsteht nun mal die Schwierigkeit, weil wir jedes Mal versuchen, alle Meinungen zu berücksichtigen und ja nichts falsch zu machen.
entsteht nun mal diese Hemmschwelle vor Entscheidungen. Ja, Entscheidungen zu treffen war schon immer schwer. Aber gerade in den letzten Jahren gab es ja immer wieder das Motto, immer weiter, immer höher, immer mehr. Woher soll ich wissen, was der richtige Weg für mich ist? Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe für einen Weg, was ist, wenn er falsch ist? Jemand anderes hat diesen Weg gemacht und es war richtig oder es war schlecht oder vielleicht sollte ich vielleicht doch den anderen Weg nehmen. Es sind wahnsinnig viele Fragen, die aufgrund dieses Datendschungels einhergehen. Ja, und früher war das so, dass der Druck tendenziell eher familiär zustande gekommen ist. Jetzt haben wir noch eine zusätzliche Quelle und das ist nun mal Social Media. Social Media sollte im Grundsatz und im Grundkern der Unterhaltung dienen. So wie früher die Rosenstraße auf ZDF. Ja, was für Rosen, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, ich versuche runterzubrechen. Damals gab es nur eine oder zwei Unterhaltungsshows. Jetzt haben wir x-tausend Varianten, uns im Internet über Social Media zu unterhalten. Ne? Aber reine Unterhaltung ist es schon lange nicht mehr. Genau, es wird ein ständiger Vergleich. Ja? Von, du startest die App und bam, kriegst du ein tolles Bild, ein Reel, ein Video, wie auch immer, hingeklatscht und dann beginnt schon der Vergleich. Oh Gott, der sitzt schon am Lernen. Der ist schon 38. Oder wie cool. Der ist auf Mallorca und ich sitze hier in Deutschland und muss lernen. Wir wollen Social Media nicht verteufeln, um Gottes Willen. Das machen wir ja selber. Und es ist eine tolle Unterhaltungskiste, Unterhaltungsbranche. Leider haben wir diese Balance nicht hingekriegt oder kriegen diese Balance nicht hin. Und das sollte eigentlich unser Augenmerk sein. Ja, während früher die Vergleiche oft aus familiären oder freundschaftlichen Situationen herausgetroffen wurden, die wir aber auch trotzdem auf uns beziehen konnten, vergleichen wir uns jetzt oftmals mit Fremden im Internet und ziehen deren Wege und Entscheidungen für unsere Entscheidungen heran. Dabei wissen wir gar nicht so genau, klar, wir verfolgen die und wir sehen die täglich und wir erachten die vielleicht als Freunde, aber was wirklich hinter der Kamera passiert, können wir nicht wissen. Und trotzdem ziehen wir deren Entscheidungen für unser Leben heran und wissen aber gar nicht, was war deren Grundlage. Mit Familie oder mit Freunden ist es natürlich was ganz anderes. Es wird einem suggeriert, dass alle anderen das perfekte Leben haben, nur ich nicht. Ja. Oder du nicht. Oder wer auch immer nicht. Und natürlich gibt es inzwischen genug Bewegungen auf Social Media, die sagen, Social Media ist nicht perfekt und wir zeigen euch nur das, was wir zeigen wollen, weil wir wollen euch natürlich auch nicht zeigen, wenn es uns schlecht geht. Völlig verständlich, aber unser Gehirn speichert trotzdem, dass wir die Freunde, die wir jeden Tag um 8 Uhr guten Morgen auf Instagram anschauen, denen geht's gut und die haben das perfekte Leben, die sind genauso alt wie wir und die haben schon ein Haus mit Pool und sonst was, weil sie die und die Entscheidung getroffen haben. Und woher soll ich jetzt wissen, bei x-tausend Möglichkeiten, was für mich der richtige Weg ist? Und daher, aus diesen x-tausend Möglichkeiten und Varianten, resultiert wahnsinnig viel Angst. Es gibt Studien, die zeigen, dass Social Media sich erheblich auf die mentale Gesundheit auswirkt. Wenn man Social-Media-Pausen einlegt, kann das die mentale Gesundheit stärken und Depressionen vermindern. Man merkt nach einem kurzen Break eines Social-Media-Konsums, nach innerhalb 3, 4, 5 Tagen, merkt man schon einen riesen, signifikanten Unterschied anhand des Selbstbewusstseins. Wenn man morgen beginnt, oh, meine Lieblings-YouTuber, Influencer, wie auch immer, haben schon 370 Sachen gemacht um 7 Uhr in der Früh und ich bin gerade erst aufgestanden. Ist klar, dass dein Morgen nicht ganz so toll läuft wie das deines Influencers. Und auch wenn du es vielleicht in dem Moment nicht als Vergleich siehst, sondern nur als Unterhaltung im Unterbewusstsein, passiert sehr viel mehr. Und deswegen lässt sich also im Ergebnis sagen, dass die Angst vor der Zukunft zwar schon in jeder Generation bestand und sie auch völlig natürlich ist, aber heutzutage durch die Masse an Möglichkeiten und Informationen erheblich verstärkt wird. Wie kann ich denn mit Zukunftsangst umgehen? Naja, dadurch, dass wir euch gefragt haben und wie ihr mit euren Zukunftsängsten umgeht, haben wir ein paar
Antworten gesammelt und mehr oder weniger haben sie sich immer wieder gedeckt. Ja, also wir haben drei relativ große Tipps zusammengefasst. Der erste war, ich kann sehr wohl die Entscheidung bereuen, etwas getan zu haben. Ich kann aber auch sehr wohl die Entscheidung bereuen, etwas nicht getan zu haben. Im Endeffekt kommt es also nur auf das Hier und Jetzt an. Ja, und viele gehen mit der Situation damit einher und sagen, ich bin dankbar für alles, was mir passiert ist. Dankbar, dass meine Familie gesund ist, dass ich gesund bin und. Also Dankbarkeit ist bei euch ein ganz, ganz großer Schlüssel gewesen und dem stimmen wir absolut zu. Und noch ein weiterer Tipp war der Glaube an Gott. Denn viele von euch haben geschrieben, sie haben nicht so große Angst vor der Zukunft, weil Gott schon die Fehler einkalkuliert hat, die man in seinem Leben machen kann und man sollte auf sich und die Fehler, die schon geplant sind, vertrauen, denn sie führen alle zu einem Weg. Zu einem Weg. Jetzt kommen wir zu unseren Empfehlungen. Ja, wir haben da noch ein paar Sachen hinzuzufügen. Natürlich muss ja sein, Juristen können dir die Klappe halten. Unser erster Tipp dahingehend wäre, sich bewusst zu machen, dass eine Entscheidung zu treffen heißt, etwas zu ändern oder nicht zu ändern. Also eine Entscheidung zu treffen heißt ganz bewusst, etwas zu ändern oder nicht zu ändern. Allein dieses Bewusstsein, was eine Entscheidung mit mir und meinem Leben macht, hilft allein schon weiter. Und wenn du keine Entscheidung triffst, hast du wieder eine Entscheidung getroffen. Die Angst, die in uns steckt, die Zukunftsangst, die wir haben, die resultiert meistens aus fehlerhaften Bewertungen, ja, die wir entweder aus der Vergangenheit mit uns rumschleppen oder irgendeine Angst, die quasi gar nicht da ist und trotzdem falsch in deinem Kopf interpretiert wurde. Also teilweise Irrationales. Absolut irrationale Ängste. Kann sein, dass es in 99% der Fälle nie eintreten wird. Es ist mehr präsent in deinem Kopf, als sie wirklich real bestehen könnte. Also ich mache ein ganz, ganz kurzes Beispiel zu dem, was du sagen willst, auch wenn es jetzt mit Zukunftsangst an sich nichts zu tun hat. Viele Menschen haben zum Beispiel Angst im Dunkeln, weil sie Angst haben, es passiert einem etwas im Dunkeln. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur weil es draußen jetzt plötzlich dunkel ist, dass einem etwas passiert, viel geringer, als sie in unserem Kopf tatsächlich ist. Als nächstes, das haben wir jetzt schon lang genug beleuchtet, legt einfach regelmäßig Social-Media-Pausen ein. Kehrt in euch, weil ihr seid eure eigene Basis und versucht alles Negative und alle Einflüsse von außen, gerade wenn ihr euch unsicher und ängstlich fühlt, versucht euch einfach davon loszumachen, indem ihr einfach euch zurücknehmt und auch meditiert. Ja, diese Meditation und in sich zu gehen, hilft enorm. Viele belächeln dieses Thema, aber es hilft. Ja, Meditation muss nicht unbedingt immer heißen, auf dem Boden sitzen und atmen, sondern ich finde auch, meditativ ist es allein, ein Tagebuch zu führen und ein Problembewusstsein zu erarbeiten. Genau. Vertraut euch, lasst los und die Angst, die ihr habt, versucht ihr euch einfach mal zu realisieren, in ein Tagebuch vielleicht zu schreiben oder in einer Meditation aktiv darüber nachzudenken, vor was habe ich genau Angst? Ist diese Angst real oder ist sie vielleicht eher übertrieben? Oder ihr versteht, was ich sagen will. Und der letzte Tipp, wenn ihr Angst vor etwas habt, hört euch einfach mal Motivationsreden an. Ja. Von beeindruckenden Persönlichkeiten, die mit ihren Reden so viel verändert haben. Weil die hatten auch Angst. Also Motivationsreden und Sprüche sind auch ein sehr, sehr großer Tipp von uns. Führt sie euch zu Herzen und denkt darüber nach. Und immer wieder, wenn es bei uns irgendwas nicht stimmt, hören wir uns eine genaue Rede von Arnold Schwarzenegger an und wir sind danach jedes Mal wieder motiviert. Ja, und er sagt auch ganz, ganz klipp und klar, er sagt, wir dürfen keine Angst haben. Keine Angst, weil sonst wirst du steif und nicht flexibel genug, um die Probleme zu lösen, die dir das Leben bietet. Ja. Denn Angst vor dem Versagen ist völlig normal. Jeder versagt andauernd, genau, in einer Tour. Wichtig ist nur, danach wieder aufzustehen. Genau, that's the key. Verstehen kann man das Leben oft nur rückwärts.
Doch leben muss man es vorwärts. Genau so ist es. Und ja, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es mal was ganz anderes ist. Hinterlasst doch gerne Feedback in den Kommentaren, ob euch das Video irgendwie geholfen hat oder auch nicht. Hoffentlich nicht. Und ansonsten schaut auf jeden Fall gerne auf Instagram vorbei. Hinterlasst ein Abo, einen Kommentar und wir bedanken uns für das Zuschauen. Für euer Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ade, war schön.